Bei Gott, was sehen meine trüben Augen? Komm her, trink mit uns. Guten Morgen. Ahoi, Henry. Wer ist das? Adewale, Quartiermeister der Jackdaw. Jackdaw. Du hast deine Brig nach einem lausigen Vogel getauft? Ade, diese Herren sind der größte Teil unserer wachsenden Konföderation hier. Ed Thatch, Dan Hornigold, James Kidd. Du lässt ihn eine Muskete tragen? Frieden, Ben. Ade rettete mein Leben. Und nun suchen wir nach einer Crew, um ein Schiff zu bemannen. Nun, es gibt zahlreiche fähige Männer. Doch sei vorsichtig. Vor 2 Wochen kam eine Schiffsladung englischer Seeleute an und fühlt sich nun auf, als würde ihnen hier alles gehören. Gut. Vielleicht kann ich wen anheuern. Crew der Jackdaw. Die Anzeige präsentiert die Stärke ihrer Crew. Ihre Crew ist eine essentielle Ressource, mit deren Hilfe sie gegnerische Schiffe plündern können. Für größere Schiffe, das kennen wir doch schon. Es gibt 2 Möglichkeiten, neue Besatzungsmitglieder anzuheuern. Sie können Seeleute in einer Taverne anheuern, sie können Piraten in Not helfen. So sei es. Schick alle Männer, die du findest, zur Jackdaw. Gib ihnen Arbeit. Danke, Ade. So, welcher von euch ist denn jetzt der Doktor? Bist du das? Ach, ich kann dich nicht sehen. Mensch, da, das ist Doktor. Na, wie geht's so, Greg? Ha! Für alle, die sich jetzt wundern, warum ich ihn Greg nenne. Gregory House, meine Damen und Herren. Denn der Typ hat die Synchronstimme von Dr. Gregory House, wenn ich das richtig erkannt habe. Irgendwie werde ich jetzt die ganze Zeit einen verbitterten, hinkenden Arzt vor mir sehen, wenn ich mit dem rede oder wenn der auftaucht oder wenn irgendwas mit dem ist. Naja, mal sehen. Wir synchronisieren erstmal eine Runde und gucken uns ein bisschen um. Schatzkarten? Schatzkarten. Ist das hier Nassau? Nein. Nein, das ist doch nicht Nassau. Attentat? Nö, hatte ich jetzt eigentlich nicht vor, danke. Ich wollte eigentlich nur Typen rekrutieren, wenn es denn genehm ist. Oh, 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 hey, hier, hier, ich. Gib her. Gib es mir, gib, gib. Komm. Nein. Oh, ja. Finde ich schön, dass das Ding genau den Faden folgt, die ich laufen kann. Yeah! Der Gitarre-Riff zeigt mir an, dass ich das Ding gefunden habe. So. Oh. Hier steht man natürlich gerne. Ne? So. Auf dem Galgen. Wo täglich 50 Leute sterben. Da halte ich mich gerne auf. Der Tod ist mein Gefährte. Und jetzt begeben wir uns mal zu unseren Crewmitgliedern. Zu unseren zukünftigen. Sie wissen es nur noch nicht. Du kommst auf den Schiff im Guten. Ihr habt den Fall. Captain Kenway, gerade rechtzeitig. Wir sehen uns an Bord. Ja, ich habe mir schon einen Namen gemacht, ne? Captain Kenway, man kennt mich. Dankeschön, das bin ich. So, Schatzkiste, die nehmen wir auch mal mit. Wo ist sie denn? Da schon mal Licht. Ah, hier. Erbeuten wir. Ah, ein Kompass. Eigentlich wollte ich zu einem kleinen Symbol auf der Karte gehen. Wo ist denn das jetzt hin? Ah, hier.
Shanty. Neuer Shanty für eure Crew. Was ist ein Shanty? Sind es diese rumfliegenden... Ach so, das sind Lieder, glaube ich. Das sind Liedblätter. Und dann können wir singen. Ah, das ist geil. Ich glaube, da nehmen wir mal noch eins mit. Denn wir singen ja alle liebend gerne und dann muss es nicht immer dasselbe Lied sein. Hi-yo, du hast ja überhaupt keinen britischen Akzent. Was ist denn das da? Ja, da fliegt's rum, vielleicht kriegen wir's. Ohne, dass es wegfliegt. Yeah, damn! So, aber das muss erstmal reichen. Jetzt holen wir uns Crewmitglieder. Wo ist denn hier die Taverne? Ich will mal jemanden anwerben. Da sind überall Datenfragmente. Was ist das hier? Hafenmeister. Upgrades für die Jackdaw. Ich glaube, hier ist überhaupt keine Taverne. Kann das sein? Gemischtwarenladen. Aussichtspunkte. Sperrgebiete. Truhen. Assassinenauftrag. Geldgewinnmittel. Nee, das lassen wir erstmal noch. Okay, dann holen wir uns mal ein paar Typen. Das kann ja soweit nicht schlecht sein. So, welcher ist denn am nächsten? Der da. Ladies. Hallo. Wenn ihr nur anständig sprechen könntet, das wäre schon mal ein Zugewinn. Ich hole so oder so die Krähenmatrose. Akzeptier das besser. Ich hole ihn. So sieht's nämlich aus. Ich könnte eine Wünsche nicht von der Spille unterscheiden. Du hast mir den Hals gerettet, Captain. Ich danke dir von Herzen. Ach, das habe ich doch gerne gemacht. So bin ich, Menschenfreund. Assassinentöter. Sowas. Sowas alles. Das ist meine Spezialität. So, was haben wir hier? Oh, eine Hinrichtung. Nope, not today. So, wir müssen mal unsere Waffen auswählen. So, bitteschön. Und jetzt einen Aussichtspunkt. Den nehmen wir doch gerade mal noch mit. Aussichtspunkte kann man nie genug haben. Aber ich muss sagen, bis jetzt passiert im Spiel eigentlich noch nicht wirklich viel. Es ist jetzt mit diesen Templern gewesen hier, dass die dieses Observatorium entdecken wollen und wir bauen jetzt so langsam unsere Crew auf, aber richtig viel passiert ist eigentlich noch nicht. Und irgendwie sieht der Aussichtspunkt genau wie der aus, den wir schon gemacht haben. Es ist derselbe. Fuck you, Bitch, es ist derselbe. Sorry, jetzt habe ich einfach denselben nochmal gemacht. Na gut, wieso nicht? Na komm, jetzt spring doch da runter. Respawnen die? Das ist jetzt das dritte Mal, glaube ich, dass da welche kämpfen an der Stelle. Wäre eine echte Schande, das Spektakel den Leuten vorzuenthalten. Was du nicht sagst. Ich weiß nicht, wen ihr sucht, aber bei allem, was mir hat. Captain Kenway, gerade rechtzeitig. Ja. Wir sehen uns an Bord. Ist ein beliebter Ort hier, um zu kämpfen, habe ich gehört. Passiert öfters mal. Wir sehen uns an Bord. Natürlich weiß jeder schon hier, welches Schiff mir gehört. Dass ich überhaupt ein Schiff habe. Ist ja klar. Ist ja klar. You feeling alright? Ja, natürlich.
Spring du mal von dem 5-Meter-Haus. Fühlst du dich auch nicht so toll? Ja, okay. Ja, spring doch mal hoch. Sehr schön. Kuckuck. Kuckuck. Hallo. Ach, sieht das blöd aus. Alter, what the fuck. Hallo. Hup. Rup. 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 Sehr gut. Oh Gott, jetzt komme ich hier gar nicht mehr raus. Komm, jetzt aber, komm. Jetzt, sehr schön. Traumhaft. Einfach schön. Aha, da hinten soll wieder fleißig hingerichtet werden. Ja, wo kam das denn nur her? Irgendwo aus der Magengegend. Oh. Nein, ihr tötet sie nicht. Komm. Ja. Was, you can park here? Ich hab doch gar keinen Wagen. You could use a blockbuster. Ja, wäre jetzt auch was. So ein richtig guter Film. Crew angeheuert. Jetzt sind wir fast fertig. Ich komme direkt zu dir. Ich komme dich besuchen. Was hältst du davon? Ja. Bring ihn doch um. Danke. Menschenskinners. Die Hinrichtung erreichen. Erreichen wir die doch mal. Ja, du darfst gerne hoch, so. Okay. Schwerer Sturz eines angeschlagenen Helden. Da ist die Hinrichtung. An den Händen dieses Piraten klebt das Blut vieler Unschuldiger. Zu vieler. Im Namen seiner Majestät ergeht daher folgendes Urteil. Hängt am Strang, bis der Tod eintritt. Wir haben einen Mann in Eisen gelegt und wollen ihn hängen. Halt doch mal die Klappe. In der Hölle. Menschlicher Schild. Hast du davon? Ah, verdammt nochmal. Oh, das hat wehgetan, hä? Kumpel. Das Gefühl kenne ich gut. Ah, oh, Alter, ich merke das gar nicht, wenn die auf mich schießen. Wo seid ihr? Ach, da oben sind die. Scheiße. Schnell, Energie aufladen. So, okay. Wir laden uns langsam auf. Und den da retten wir jetzt mal schnell. Hallo, Kumpel. Why so close, friend? What was so close? Ah, I know. I know. Oh
Okay, die Taverne erreichen. Jetzt kommen wir zur Taverne. Die ich jetzt auf... Ach, das ist die Taverne, hätte ich jetzt auf den ersten Blick nicht erraten. Nun segelst du sicher dorthin, wo fette Beute wartet. Kennst du einen Ort namens Observatorium? Ei, eine alte Legende, wie Eldorado oder dieser Jungbrunnen. Was hast du gehört? Es ist wohl ein Tempel oder ein Grab, mit irgendeiner Art Schatz darin. Sieh mal, das ist es. Rotz. Dann sind dir Märchen also lieber als Gold, oder? Es ist mehr wert als Gold, Thatch. 10.000-mal mehr als alles, was wir von spanischen Schiffen erbeuten. Den König berauben, um Arme zu speisen, das ist unser täglich Brot hier. Das ist keine Beute, sondern Fantasie. Mission beendet. Wir stellen ein. Wachen entwaffnen und töten, auf das Seil schießen und ein bisschen... Ach, das hätten wir machen können. Stimmt. Da bin ich ja überhaupt nicht drauf gekommen. Na egal. Komm, wir kriegen bestimmt irgendwann nochmal die Möglichkeit, jemanden vom Galgen zu schießen. So, Abstergo-Herausforderung beendet. Wir haben eine neue Hauptmission und ich würde sagen, die machen wir dann das nächste Mal bei Assassin's Creed 4. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen was rendern und euch hochladen und wir sehen uns dann das nächste Mal bei AC4 Black Flag. Ich bin Yisuanji, das hier ist Edward Kenway, der übrigens einen richtig geilen, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, Mascara? Was man so um die Augen rum macht? Schminke? Ich weiß nicht. Schreibt's mal in die Kommentare, ich kenne mich da so nicht aus. Aber ey, komm, das da oben nehmen wir noch mit. Bam! Speichern, okay, wir haben ein neues Lied eingesammelt und jetzt sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Assassin's Creed 4. Bis dann, ciao!